Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin in der Mercedes-Benz Arena oder demnächst Uber Arena und für mich immer O2 World. Und heute ist hier ein Konzert von einem gebürtigen Berliner wie ich, seit Jahren am Start. Und alle lieben ihn. Ich freue mich auf ein Konzert mit Kontra K. Morgen! Ey, ich bin heute für Maxi und muss gucken, ob alle arbeiten. Hast du genug zu tun? Nein. Okay. Ja, bist du bereit für heute? Na, auf jeden Fall. Du? Ist es immer so laut? Ja, anscheinend schon. Gibst du dir beim Soundcheck Mühe oder sagst du, Hauptsache klappt ein bisschen? Ich gebe mir voll Mühe heute. Mercedes-Benz Arena muss gut werden. Bei wem gibt es dann sich mehr Mühe beim Soundcheck? Bei Sido oder bei Kontra K? Bei beiden. Aber du darfst dir bei einem ein bisschen mehr Mühe geben. Kontra K. Na, alles gut? Ja. Alkoholfrei. Was ist denn los mit alkoholfrei? Ja, es. Ich habe ja noch 13 Shows. Du als Berliner Junge machst die Uber, Mercedes-Benz oder für uns O2 World voll? Mercedes-Benz Arena. Also. O2 World voll? Ja. Was ist das für ein Gefühl? Krass. Ehrlich gesagt ist heute für mich der Horrortag. Ich bin komplett autistisch. Ich krieg nichts auf die Reihe. Ich konnte mir nicht mal mehr Schuhe binden. Soll ich das machen? Nee. Dafür bin ich ja da. Ich habe die falsch reingemacht. Ich krieg nichts auf die Reihe. Wie gesagt, sehr krass emotional. Zweimal voll. Das stimmt. Da freut sich dein Herz und dein Bankkonto, oder? Mein Bankkonto ist... Für das mache ich das nicht mehr. Ich mache es eigentlich, so viel, was wir hier einbauen, ist das Bankkonto gar nicht mehr so fröhlich. Baut alles das ihr auf? Ja. Und morgen spielt wieder Eisbären, dann ist hier wieder Eis? Nee, wir spielen hier morgen. Ja, aber übermorgen dann als Beispiel. Dann ist hier wieder Eis, ja. Das ist krass, wie lange dauert das? Also pass auf, wir sind auf Tour 115. 115 Leute? Die fahren, ja. 115. Wow. Plus, ich glaube, nochmal 100, die hier arbeiten dann. Oder mehr sogar. Also, ja. Ist ordentlich was. Jetzt muss man sagen, du bist ja ein Berliner Junge. Ja. Bist im Westen groß geworden, oder? Ich bin im Westen groß. Ich im Osten. Wir sind ja etwa gleich alt, deswegen hast du auch noch dein Handy früher immer gehabt. Ja, ey, klar, wusste immer, wo er sich rumtreibt. Da bin ich dann nicht lang gelaufen. Ja, das ist gut. Aber wie ist es, so ein Heimspiel zu haben? Weil wir sind in 8 Stunden gefühlt, geht's los, draußen stehen Leute an. Das ist ein krasses Gefühl, keine Ahnung. Wir haben auch noch, eigentlich passen hier, glaube ich, 14.000 rein, wenn ausverkauft ist. Wir haben heute aber nochmal 1.500 Gästeliste oben drauf. Wow, 1.500 Leute, die dich hier schreiben, ey Max, kann ich kommen? Und du sagst, yo? Ja, die rufen ja dann nicht, ich habe mein Handy ausgemacht, die rufen dann meine Jungs alle an irgendwo und ja. Beim Umzug kommt keiner, beim Auftritt kommen alle. Bummelchen. Hast du mein Geld mit? Was für Geld? Du hast beim letzten Mal Geld gegen mich verloren. Nein, bei deinem Konzert. Du schuldest mir noch Geld. Nein, du schuldest mir 100 Euro. Wo ist der Ring? Ja, geil, ich habe erst einmal gewonnen. Verdammte Scheiße. Doppelt oder nichts? Ja, doppelt oder nichts. Ja! Was? Ja. Ich kenne einen guten Boxer, mir schuldet der noch 100 Euro. Kannst du dich drum kümmern? Freust du dich aufs Konzert? Ja, klar. Machst du gleich auch Soundcheck? Zocken wir gleich? Ja. Wir würfeln, warte. Ach, nicht auf dem Handy da. Doch. Kannst du dich erinnern, als wir mal mit dir auf dem Handy gewürfelt haben, das ist sehr böse ausgegangen. Er hat sogar die App drauf. Ja! 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 Ich freue mich, dass du da bist. Doppelt oder nichts? Ja. Hol deinen Würfel raus. Fick die Henne, 7. Ja! Sorry. Sag mal, was ist denn das für ein Gefühl, so viele hochrangige Namen dazu haben, die heute wegen dir vorbeikommen? Große Ehre. Und auch Druck. Ich muss gut sein. Das stimmt. Jetzt ich als Laie, der nicht so im Musikbusiness drin ist, wie ist es? Gehst du dafür denn, wir haben uns ja bei Sido kennengelernt, bist du dafür zu Sido und man macht es so kumpelhaft? Oder? Ich würde, egal, selbst wenn er nicht kommen würde, würde ich bei jeder Show bei ihm auftauchen. Also ich meine, der hat meine Generation geprägt, das sage ich ja nicht umsonst. Ja, wir sind gleich alt, da kriegt man es mit, weil Opa hat es damals gut gemacht. Fuck yeah. Ey, du schuldest mir gar nichts mehr, er hat gerade verbrannt. Hast du da gegen dich verbrannt? Nee, ich sag's jetzt nicht. Aber ja, wir haben nur geredet darüber. Ich meinte, ich gebe dir das Gespräch. Ich habe gerade Props gegeben und dann sagt er, ja, Opa hat es damals gut gemacht. Guck. Nein, ich sag dir, wie es war. Ich habe nur gesagt, ist es bei euch Musikern so, dass ihr euch umsonst besucht oder wie macht ihr das? Und da hat er gesagt, für Sido gehe ich überall hin. Der hat meine Generation geprägt, meinte ich so, meine auch, hat Opa gut gemacht.
Also ich bin Opa? Nein! Ich bin Opa oder dein Opa hat es gut gemacht, dass er deine Mutter gekriegt hat? Genau so meinte ich. Was ist beim Soundcheck jetzt so wichtig? Ich denke so, das ist so wie so ein Vortest in der Schule, dass man da so, ja komm, passt schon. Nee, gar nicht. Wenn man eingeladen ist bei einem befreundeten Künstler, also wir sind ja alle irgendwie Kumpels und Freunde, ne? Wir sind ja nicht irgendwelche hingemanagten Künstler, so, sondern wir sind wirklich Freunde. Wir sind hier auch noch alle zu Hause in Berlin und es wird einfach super emotional und es ist einfach, man möchte halt nicht abkacken und auch wenn man nur, gerade wenn man nur eine Strophe zum Beispiel hat, wenn man nur bei einem Song dabei ist, ist die Gefahr, dass man genau in dieser einen Strophe abkackt, obwohl man sonst 2 Stunden fehlerlos durchballert, voll hoch und das will man halt dann natürlich nicht. Du dirigierst ja alles noch selbst. Ja, muss ich ja. Wirklich? Ich dachte, irgendwann hat man so Leute, die es machen und du spielst FIFA in der Umkleide und Leben ist schön. Ja. Dann wird es aber nicht so, wie du willst. Dann wird es so, wie die denken, dass du willst. Und dann wird man auf der Bühne schlecht gelaunt, weil es nicht so ist, wie man es will, oder? Richtig. Sido war eben da oben und kommt jetzt nach hier unten. Macht ihr so ehrlich, Boazas, dass er so da ist und zack, drüben? Das wäre schön, aber das haben wir nicht hingekriegt. Eigentlich wollte ich ja, das müssen wir jetzt erst genehmigen lassen für die nächste Tour, an so einem Drahtseil, das muss ich jetzt erstmal erfinden lassen, ja, das ist ein System, gibt schon, aber es ist voll lame, das tuckert mit 50 Meter die Minute. Das ist ja dann peinlich, so Helene Fischer. Segel ich wie eine Pinata hier rüber, so, das will ich nicht. Wir machen so ein Teil, wo ich mit 40 Sachen darüber schieße und dann die Bühne aus allen Seiten explodiert, das passiert auf der nächsten Tour. Aber heute wenig ehrlich war das. Aber er eröffnet meine Zugabe, damit rechnen die Leute auch nicht. Nein! Mit meinem Blog. Muss man wirklich sagen, bei dem Beat, da kriegt jeder Gänsehaut. Guck mal da drüben. Das ist einfach. Ist oldschool. Nico. Aaron, hi. Hi, wir kennen uns noch nicht, aber ich habe jetzt schon Angst. Nein, ich bin ja heute für Max da, der ist ja sonst, wenn ich zu frech bin, dann ist er frech zu mir. Okay, sehr gut. Sag mal. Ist nochmal ein Aufpasser, Gott sei Dank. Du bist ja heute auch dabei, mit so Leuten wie Sido und allen anderen. Ja. Was macht es mit dir? Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ja, ich auch nicht. Wirklich. Also wenn ich diese Gästeliste mir anschaue und diese Special Acts, ist crazy. Bist du denn zufrieden mit dem Soundcheck? Was ist denn das? Meine Bezahlung. Nee, das ist... 500 Dirham sind das. Wie viel Cent sind das? Euro? Das sind Euro. Einer? Zwei? Nee, mehr als 100. Wirklich? Ja, aber muss ich wechseln. Ja, Dicker. Nein. Ja, Dicker, du willst schon deine Kohle haben. Jetzt nimm mal erstmal, sag mir nochmal, bist du zufrieden mit dem Soundcheck? Ja, bin zufrieden. Also Desio war super, bei dir ist noch Luft nach oben. Ja, na klar, aber ist doch okay. Soundcheck darf nicht perfekt sein, weil du brauchst ja dann nachher die perfekten. Das ist genauso richtig. Und jetzt, wann geht's nachher auf die Bühne? Ich denke gegen 10. Nee, mir wurde gesagt 21 Uhr, aber ich weiß nicht. Nee, 21 Uhr fängt die Show an. Ah, okay, und du ging 10, also bist du 10. Also bist du 21.58 Uhr hier. So was, ja, genau. Nee, ja, ungefähr, ja. Marc, mein Lieber, wie war die Probe? Hat Spaß gemacht, hat sehr, sehr großen Spaß gemacht und es ist schön, mit Profis zusammenzuarbeiten. Ich habe es einmal durchgemacht und es klingt schon optimal. Was war die schlimmste Probe, die du je gemacht hast? Das war mit Contra K vor 10 Jahren. Wirklich? Komm, erzähl mal. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Max erzählt mir die Geschichte, ich weiß nicht, ob ich sie erzählen darf. Doch, darfst du, hat er mir vorhin gesagt, Marc Foster soll diese Geschichte erzählen. Irgendwann war, ich habe meine erste goldene Schallplatte bekommen. Für damals? Au revoir. Oh, das ist 10 Jahre her? Das ist 10 Jahre her. Wir sind so alte Säcke. Das ist krass, oder? Und er war zufällig auch da in demselben Bürogebäude, wo ich das überreicht bekommen habe. Und ich wusste nichts davon, ich kannte ihn auch noch nicht. Und er hat von hinten zugeschaut und hat sich da vorgenommen, irgendwann will er auch mal da stehen und solche Platten entgegennehmen. Und jetzt weiß ich nicht, wie viele Goldene und Platin er mittlerweile hat. Und das ist alles wahr geworden und das freut mich. Und das verbindet uns auch so ein bisschen. Wäre es nicht eine schöne Geste, wenn du ihm heute die Goldene von Au revoir schenkst? Tschüss, schönen Abend. So, mein Lieber, Probe vorbei oder wo geht's hin? Nee, ich probe jetzt. Jetzt probst du, wie lange wird es dauern? Singst du hin? Ja. Wirklich? Ja. Kriege ich jetzt schon gratis Konzert? Ja. Darf ich buhen? Du darfst auch hochfahren, Anna. Ich buh nicht. Ich buh den über. Nee. Meine Lieben, Contra macht ja im Insta-Stories und sagt, er versteckt eine CD. Und wer diese CD findet, kann zu allen Konzerten gratis gehen. Und ich saß hier gerade rum und hier ist sie einfach. Aber ich lasse sie natürlich da. Vom Versteck her aber nur eine 3. Also, sorry. Da kommt jetzt der typische Deutsche mir vor, das ist aber nicht tüffig. Boah, meine Fresse. Nicht schlecht. Jetzt muss er sich da durchhangeln, meine Fresse.
Wow. Sido, einmal gesungen, fertig. Alle einmal, du warst eine halbe Stunde in der Probe. Was war los? Da, ich kann es nicht erklären. Wir machen das zum ersten Mal. Ich habe nur für dich mit ihm geschrieben damals. Wir haben es noch nie zusammen geprobt. Wie, das heißt, du hast es für dich geschrieben und er bei sich eigentlich? Nee. Er meinte zu mir, Digga, ich habe einen Text. Ich brauche dafür ein geiles Klavier. Ach, und dann machst du das? Ja. Das heißt, wenn ich mit Icke Hüftgold den mega Malle-Hit hab, schreibst schick, du... Schick Text. Ohne Witz, das liebe ich an Konter. Normalerweise ist es so, man hat eine Melodie, man singt blabla Text, vielleicht auch Englisch oder irgendein Quatsch, und dann schreibt man einen Text. Ja. Der kommt im Text. Ah, und dann vertont, das ist ein bisschen Elton John-mäßig. So macht das Elton John. Oh, der feine Herr. Der feine Max. Nee, ohne Witz. Und deswegen ist es super, super selten, dass man es so macht. Aber es ist für mich das Schönste überhaupt, weil... Der erzählt mir was und ich muss mir vorstellen, wie das klingt. Also ein bisschen wie so ein Hans Zimmer, der für Dune dann die Musik machen soll. Vielen Dank. Ich habe nicht gesagt, dass ihr gleich seid. Nee, ich weiß. Ich bin auch so ein Entertainment-Chef. Ja, ich weiß, wie Unterhaltung geht. Ich wäre ja voll geil, wenn Max sich so hochziehen lässt. Packst du deinen Fuß und lässt dich mit hochziehen. Guck mal, ich dachte mir sowas ähnliches. Ich packe mich so an beiden Füßen, weil meine Kraft ist nicht so stark. Aber der hält uns schon beide. Der ist stabil genug. Ich bereite mich ja mal ein bisschen vor. Und eben, als ich Max da hoch hat ziehen lassen, dachte ich so, krass, welche Versicherung erzählt man? Das bin zur Managerin hin und meinte, ey, welche Versicherung sagt, mach mal? Oder sagt die Mercedes-Benz Arena, macht mal? Dann ist mir aber eingefallen, Max war Industriekletterer. Der hatte alle Scheine und so. Für den ist das Pillepalle. Auch dieses, ich will da rüberfliegen, dachte ich vorhin so, wow, da kann man auch hops gehen. Aber er hat es ja beruflich gemacht. Verrückt, wie du da hochkommst. Ja. Zum Glück hast du es gelernt, oder? Ja, naja, läuft gut. Jetzt muss ich noch einen Soundcheck und dann noch weiter und noch weiter. Okay, und dann ist nachher Konzert. Ich find's voll krass, der rennt von A nach B. Ich dachte, wir chillen, so Backstage, FIFA spielen, Kekse essen, lachen. Mit Max Giesinger habe ich da gesessen und der hat für mich Klavier gespielt. Ihr dürft endlich gleich rein. Ja. Geil. Warum zu Contra K? Das erste Mal. Einfach geil ist. Du verstehst die Frage nicht nochmal, warum zu Contra K? Ja, weil sehr motivierend, positiv, macht gute Laune und führt Menschen zusammen. Wow, ist ja ein Tagebuchspruch gewesen. 3 Tickets, ich spiele, gib mal kurz her. Für die hast du 300 Euro bezahlt, ich gebe dir jetzt 400 und zerreiß sie. Nein! Wie lange wartet ihr schon? 5 Stunden. 5 Stunden? Was verbinde, wenn ich jetzt sage Contra K, Lieblingssong? Wölfer. Warum? Wegen seinem Text, das Lied ist einfach, das verbindet einfach. Das trifft es dich hier? Ja, echt. Also da habe ich auch gesagt, das ist mein Lied, wenn ich... Nicht mehr bin, das ist mein Lied. Ja, wenn du die Wahl hättest, ja, Nico Santos, und dafür muss er nach Hause gehen. Niemals, mein Mann. Hey, gute Antwort, gute Antwort. Na, wenn ich sag Contra K, was fällt dir ein? Geil. Okay, was, die Musik oder der Körper? Alles. Ey, du bist ja richtig vorbereitet. Ja, klar. Wie lange steht ihr schon hier? Stunde. Wie viel, wie lange? Eine Stunde. Eine Stunde und schon eine Pizza, da vorne stehen die 5. Ja, selber schuld, würde ich sagen. Ne? Ich finde es gerade voll schön, dass es die ganze Familie mitnimmt, also das Contra für alle ist. Wer war zuerst Fan? Alle gleichzeitig, alle. Oder? Wirklich? Ja. Wie doll tut hier ein Tattoo weh? Das geht eigentlich. Ja? Ja. Okay. Und wie ist es drin zu sein? Toll. Einfach Spaß. Du guckst, als wenn der Weihnachtsmann da steht. Ja. Ich will ganz kurz einmal einen Zaubertrick machen, mein Lieber. Grüß dich. Raus. Achtung, jetzt ist er hier und jetzt schmeiße ich ihn ohne Jack auf die Bühne. Da sitzt er jetzt mit Mikro. Ganz einfach. Meine lieben, Contra K hat es ja vorhin gesagt, wie viele Leute hier mitarbeiten. Und das sieht man, die fahren alle mit dem Bus nach da. Da noch 2 Busse. Hier kommt alles rein. Da kriegt man mal mit erstmal, was da hinter so einem Auftritt, wenn man nur denkt, für eine Arbeit ist und für eine Manpower. Ich würde sagen, läuft bei ihm. Die Zuschauer sind drin, strömen hier noch hin und her oder kaufen sich ein Bierchen. Die Bühne ist verhangen. Gleich geht's los und ich gucke mal, ob ich Max noch mal vorher finde. Contra K hat eingeladen, du bist gekommen. Natürlich, gerne. Ist es so eine Ehrensache oder? Das ist eine selbstverständliche Sache. Und wie ist es jetzt gleich? O2 World an die Mercedes-Benz Arena, Uber Arena, okay. Wie es auch heißt. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber ich bin auf jeden Fall froh und dankbar, hier vor so einem großen Publikum auf jeden Fall ein Lied mit ihm zu performen. Woher kennst du Contra K eigentlich? Eigentlich von Vinny. Also wir haben uns, nein, stimmt nicht, wir haben uns vorher auf dem Festival getroffen. Damit wie lange ist es her? Es ist gar nicht so lange her, Digga. Wie entsteht so, ihr habt ja einen Song zusammen, wer hat wen angehauen? Mich hat Vincent angehauen.
Vincent Stein. Ah. Ich sag, komm vorbei, wir sind gerade im Studio. Es war an einem wundervollen Ort, es war nicht studiomäßig. Ob ich Bock hätte, im Sommer vorbeizukommen. Ich bin vorbeigekommen, ich wusste nichts. Mal gucken, warst also man du kann dich einfach einladen und wenn du Bock hast, kommst du rum. Genau, es war eher so eine, wir sagen mal so eine Fuck-Off-Session einfach okay. So. Es muss nichts passieren, alles ist cool, irgendwie so. Wie im Swingerclub. Aber die hatten schon alles vorbereitet. Es sitzt alles, willst du einen? Ja. Kannst du ihm einen Whisky machen, bitte? Jetzt geht's auf die Bühne, du bist zu Hause. Bist du heiß oder hast du bei der Probe was gemerkt, was besser sein muss? Oh, du kannst die Probe nicht vergleichen, weil guck mal, es ist eine leere Halle. Bei euch ist ja, ihr entertaint in der Zeit und dann ist es nicht so schlimm, wenn man der Hall größer ist oder nicht. Und bei uns ist es aber wirklich maßgebend, weil wenn du den Takt nicht mehr hörst, weil der Hall so lang ist, dann ist scheiße. Und die Halle ist eigentlich eine richtig erbarmungslose Ich verstehe auch gerade nur die Hälfte, weil ich keine Ahnung von Musik habe. Nee, war okay. Der Soundcheck war gut. Ja. Die Leute waren krass, es hat sich gut angehört. Ich habe mir extra alles angehört. Ja, und der Rest liegt in Gottes Hand. Oder eigentlich in unserer und in Berlins Hand, ja. Sind noch nicht alle da? Sind noch nicht alle da, die heute spielen? Ich sage aber allen von Herzen, danke, dass ihr da seid, dass ihr mich unterstützt. Wenn ihr mich braucht, vertraut mir, ich werde da sein. Ich hoffe, Berlin wird da sein und lasst uns das Ding heute kaputt machen. Danke, dass ihr da seid. Der Fußballteam brennt für euch. Was Asche war, kann nie verbrennen. Wer tausendmal durchs Feuer rennt, vom tiefsten Schwarz ins hellste Licht, ich sterb irgendwann, doch heute nicht. Max, bist du happy? Ja. Ich hab dein Mikro. Komm gut nach Hause! Erstmal hallo, ihr Pissecken! Hey! Ja. Was? Könnt ihr mal alle herkommen hier? Ich wollte gerade was Schönes sagen. Max, mein Lieber, ja. Bestes Konzert, was ich seit langem gesehen habe. Sicher? Ja. Mit Ab, also wirklich, der Käfig hat in der Show so viel Sinn ergeben. Das sah so gut aus, hat mir sehr gut gefallen. Danke. Meine Lieben, das war's von dem Video, wenn es euch gefallen hat. Link zu Konzertkarten nächstes Jahr 2025 ist in der Videobeschreibung, da könnt ihr auch vorbeikommen. Bist du auch wieder in Berlin? Bist du auch wieder da? Ich bin auch wieder da. Dann sind wir alle wieder da. Tschüss, tschüss. Pietro Lombardi, erstmal ist der so ein kleiner Knubbel. Ja, zweitens. Stimmt. Gibt's ja da auch Wissensfragen, die man beantworten muss. Ja. Man muss ja auch schlau sein. Und ist er ja. Gibt's nächstes Jahr wieder?